Da habe ich dann Blickkontakt mit dem Fahrer gehabt. Ja, und da war er schon dran am Auto und da hat es geknallt. Er muss in die Sicherheit des Blocks gebracht werden. Wir haben hier zwei Verletzte, kommen! Kabul, 14. November 2005. Ein Selbstmordattentäter sprengt sich neben einem Geländewagen der Bundeswehr in die Luft. Ein Soldat stirbt, die anderen beiden Insassen werden schwer verletzt. Hauptfeldwebel Stefan Deuschel befand sich damals auf dem Beifahrersitz. Dem Feldjäger wurden durch die Explosion beide Beine bis zur Hüfte zerfetzt. Mittlerweile kommt der 39-Jährige mit seiner Behinderung gut zurecht. Als er vor 17 Monaten im Krankenhaus von den Ärzten erfährt, dass seine Beine amputiert wurden, bricht für ihn die Welt zusammen. Das war für mich ein Schock. Innerhalb von kürzester Zeit gingen mir sämtliche Sachen durch den Kopf. Du bist kein richtiger Mann mehr. Du bist kein Vater mehr. Du kannst mit deinen Kindern nichts mehr machen. Du bist kein Soldat mehr. Also alle Sachen gingen mir durch den Kopf. Negative Sachen gingen mir durch den Kopf und da wollte ich eigentlich gar nicht mehr weiterleben. Wie haben Sie es dann geschafft, doch wieder Mut zu fassen? Also wie ist es dann weitergegangen? Das war über Stunden eine lange kritische Phase, wo mein Körper zwar noch leben wollte, aber mein Geist nicht mehr. Und meine Frau hat dann in Absprache mit den Ärzten entschlossen, meine Kinder mir ans Bett zu bringen. Und als ich dann meine Kinder gesehen habe, mit meinen Kindern, ich konnte mich nicht so äußern, ich konnte kaum sprechen, aber meine Kinder haben mir etwas erzählt und ich konnte ihnen mit meinen Händen Zeichen geben, ich konnte mit dem Kopf nicken. Und als ich dann meine Kinder gesehen habe und meine Frau gesehen habe und die mir gut zugesprochen haben, die mir Mut gemacht haben, habe ich gesagt, gut, es muss weitergehen, es wird weitergehen. Und von da an ab ging es eigentlich nur noch bergauf. Deuschels Kamerad Tino Kessner sitzt hinter dem Steuer. Dem 32-Jährigen wird der rechte Fuß durch Schrapnellsplitter fast abgerissen. Die Ärzte müssen amputieren. Heute kann er dank einer Spezialprothese auch ohne Krücken wieder laufen. Dabei hat der Soldat Glück im Unglück gehabt. Auch der zweite Unterschenkel war bei dem Anschlag stark verletzt worden. Das ist die zwei großen Narben. Das ist, nennt sich Compartment-Syndrom, glaube ich genau. Das passiert durch eine Explosion, durch den Druck dehnt sich das Gewebe aus. Und das praktisch durch das Ausdehnen des Gewebes, keine Arterien oder so abgedrückt werden, wird das halt einfach nur aufgeschnitten, dass einfach alles dann sich ausdehnen kann. Na gut, und das sind halt alles nur Splitterverletzungen. Und Splitter ist bei mir das große Problem. Im Stumpf habe ich sehr, sehr viel Splitter noch drin. An den Tathergang erinnert sich der Oberfeldwebel noch ganz genau. Alles beginnt wie ein normaler Verkehrsunfall. Der gepanzerte Bundeswehr-Jeep vom Typ Wolf wird von einem zivilen Wagen gerammt. Die Soldaten schöpfen zunächst keinen Verdacht. Sie sind ausgestiegen. Ich halt auf meiner Seite, die anderen zwei auf der Beifahrerseite ausgestiegen. Nach hinten geschaut und habe ich gesehen, halt wie der mit seinem weißen Toyota wieder wendet. Die Front total zerstört und gibt dann Vollgas und kommt auf uns zugefahren. Da habe ich dann Blickkontakt mit dem Fahrer gehabt. Und der hat mich halt angegrinst und da war bei mir irgendwie im Moment, irgendwas passt jetzt nicht. Ja, und da war er schon dran am Auto und da hat es geknallt. Aber Sie selbst haben in dem Augenblick an sich selbst auch natürlich auch gedacht? Oder ja, klar. Was fehlt einem selber? Abgesehen jetzt vom Bein, hat man da sich abgetastet oder ich weiß es nicht? Ja mehr. Gut, ich habe halt gesehen, es war halt etwas zerfetzt unten. Es war ihm, also der Fuß war noch dran, war etwas zerfetzt, war, ja, Schmerzen waren es eigentlich nicht groß. Es war einfach nur so, wie soll ich sagen, so ein bisschen Stechen, ein bisschen heißer Schmerz leicht. Aber so Adrenalin voll dann wahrscheinlich. Aber haben Sie so geguckt, ob Sie sonst noch irgendwo... Ja, ich habe gemerkt, so ging es eigentlich. Ich konnte mich halt ein bisschen aufrichten vom Oberkörper her. Das Gehör war alles da soweit. Aber halt, ich konnte nicht aufstehen. Das war halt nicht möglich. Ein Albtraum, auf den man sich eigentlich nicht vorbereiten kann.
Die Bundeswehr versucht es zumindest, wie bei dieser Übung in Camp Marmal im afghanischen Massa-i-Sharif. Das Szenario: Im Lager ist eine hineingeschmuggelte Bombe explodiert. Gleichzeitig gibt es einen fiktiven Raketenbeschuss. Es herrscht Chaos. Zwei Fahrzeuge kommen. Guck mal, was zwei Verletzte. Wir haben hier zwei Verletzte kommen. Die Laiendarsteller versuchen, den Angriff möglichst realistisch wirken zu lassen. Soldat hier! Wie sollt ihr nur ein Heil von mir nicht fällt? Mann, was ist das hier für eine Scheiße? Nein, ja. Alles da rein. Der Sinn der Übung ist, dass die Kameraden hier entsprechend das Verhalten auch lernen, wie man sich verhalten muss beim Anschlag, dass entsprechende Vorgaben, die wir haben, eingehalten werden, dass die Kameraden den gehärteten Container beziehen entsprechend und sich in Sicherheit begeben und dass na klar auch sensibilisiert wird auf Verletzte, sodass sich entsprechend richtig verhalten wird beim Ernstfall. Vorbereitung für eine Patrouille im Feldlager Kunduz. Vor jeder Ausfahrt werden mögliche Anschlagsszenarien durchgesprochen. Verhalten bei Beschuss, sollten wir beschossen werden, durchstoßen, ausweichen. Danach alles weiter auf Befehl, sollten wir angesprengt werden, das Fahrzeug, was angesprengt wird, zum Beispiel das Fahrzeug, was davor fährt, setzt zurück, holt die Person raus. Kraftfahrer Christian F. bekommt letzte Instruktionen über die Marschroute. Geplant ist eine Streife in die nahegelegene Stadt Kunduz. Dort sind im vergangenen Jahr mehrmals deutsche Konvois beschossen worden, glücklicherweise ohne Verletzte. Die Männer sind wachsam. Ja. Jetzt haben wir wieder eine riesen LKW-Kolonne vor uns. Das ist natürlich nicht gut. Ist das gefährlich oder nicht? Ja, wir sehen das als etwas gefährlicher an, weil wir haben schon auch die Hinweise bekommen, dass Fahrzeuge unter Beschuss geraten. Und je langsamer ich so fahre, desto einfacher bin ich ja auch zu treffen. Nach einer halbstündigen Fahrt sind die Soldaten am Ziel. Der Truppführer im ersten Fahrzeug gibt die Einsatzbefehle durch. Das Robert, alle für die Teile ungepanzert, Helm ab, falsche Kopfbedeckung, wir führen die Schnellverstehung, brauche Ende. In einem versteckten Hinterhof werden die Fahrzeuge abgestellt. Hier bleibt eine kleine Wachmannschaft zurück, der Rest geht zu Fuß weiter, bewaffnet und mit kugelsicherer Weste. Okay, was wiegt die ungefähr? Die wiegt ca. 14 Kilogramm. Angenehm, unangenehm? Ja, nach einer gewissen Zeit ist es unangenehm, aber sie schützt halt auch. Deswegen ist es besser, sie zu tragen. Die 15 Männer gehen in Richtung Altstadt. Sie wollen einen Informanten auf dem Schmuckmarkt treffen. Ein- bis zweimal im Monat dreht die Bundeswehr hier ihre Runde. Man will Präsenz zeigen und Hinweise auf mögliche Aktionen der Taliban einholen. Hallo. Alle Menschen hier in Kunduz wissen, dass die Sicherheitssituation jetzt besser geworden ist. Das wollen wir auch für die Zukunft. Und alle Menschen hier wollen dabei helfen, dass es so bleibt. This is for all of the people, for all of the people idea. Yeah, it's the best for all. Konkrete Angaben über potenzielle Terroristen gibt es zwar nicht, doch die Stimmung gegenüber den Deutschen ist aufgeschlossen. Wir haben ja jetzt schon den Gefechtshelm gar nicht mehr auf, müssen wir jetzt eigentlich tragen. Den haben wir schon nicht auf, das ist schon deeskalierend. Und die Waffen, wie man sieht, sind ja auch nach unten gerichtet. Und somit fühlt sich auch keiner jetzt bedroht in dem Sinne. Mal ehrlich, würden Sie trotzdem auch mal alleine in Zivil, hätten Sie da Bedenken, hier durchzugehen einfach mal oder nicht? Also wenn Sie es dürfen. Also allein würde ich hier, glaube ich, nicht durchgehen. Anders als deutsche Zivilisten, die in Afghanistan leben und ohne Schutz unterwegs sind. Wie Dr. Renate Botur. Die Ärztin kam vor 3 Jahren nach Kabul und baute zusammen mit 2 ehemaligen Malteser Sanitätern das German Medical Diagnostic Center auf. Die 63-Jährige war schon in verschiedenen Krisengebieten im Einsatz. Der allgegenwärtigen Gefahr ist sie sich deshalb stets bewusst. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel wie hier zum Einkaufen rausfahren, werden Sie dann den Weg zu Fuß zurücklegen? Oder nein, auf keinen Fall. Zu Fuß wäre ungünstig. Ich kann nicht zu Fuß gehen. Warum hier in diesem Land, nicht in Afghanistan. Ja, ich könnte überfallen werden zum Beispiel, ich könnte entführt werden. Ja, es ist einfach zu riskant, da wäre ich sehr dumm.
Aus Gründen der Sicherheit lässt sich Renate Botur zu jedem Geschäft fahren, bis vor die Ladentüre. Was ihr als Frau an Anerkennung auf der Straße versagt bleibt, bekommt sie in der Praxis. Die Ärztin ist in Kabul zu einer festen Institution geworden. Mit deutscher Gründlichkeit versorgt sie ihre Patienten, Männer und Frauen gleichermaßen. Manche Riten allerdings müssen die Afghanen erst ablegen, bevor sie die private Klinik betreten dürfen. Das Tragen einer Kalaschnikow etwa ist in Afghanistan nichts Ungewöhnliches. Nachdem seine Waffe sicher verwahrt wurde, wird auch diesem Patienten Einlass gewährt. Die Symptome seines Leidens sind hierzulande weit verbreitet. Die Diagnose gewissermaßen landestypisch. Der Patient hat Diarrhoe. Bis jetzt haben wir keine Parasiten gefunden. Aber wir machen eine Stuhlkultur. Diarrhoe ist Durchfall, einfach flüssiger Durchfall, seit 3 Tagen. Und er hat es immer wieder, es kommt und geht. Dieser Mensch hat einen Leidensdruck, der hat Durchfall. Es könnten Parasiten sein, ja. Oder Shigella, oder das ist ein Fachausdruck. Also Bakterien eben, bakterielle. Was passiert jetzt weiter mit dem Patienten? Er muss uns nochmal Stuhl geben. Wir setzen eine Stuhlkultur an, die dauert circa 2 Tage, um herauszufinden. Es könnte auch Salmonella typhi sein oder Paratyphi. Bakterielle Krankheitserreger aller Art sind in Kabul allgegenwärtig. Die 4-Millionen-Stadt verfügt über keine Kanalisation, Hygiene kaum vorhanden. Die Folgen werden im Labor der Klinik deutlich. Die meisten Leute tun einfach ihr Geschäft am Straßenrand erledigen. Bei diesem Wurm hier hätte man das Beispiel, dass man in diesen Wurm hineintritt quasi, diese Larve schlüpft. Wir haben offene Schuhe an im Sommer und laufen dann quasi mit ihren offenen Schuhen in diese Plätze rein, wo jemand vorher schon sein Geschäft erledigt hat. Der Wurm wandert durch die Fußsohle einfach in den Körper. Was passiert im Extremfall mit Patienten, die solche Würmer haben? Also wenn die sich weiter vermehren, wenn die nicht bekämpft werden, bilden die ein Knäuel. Und das Knäuel führt dazu, dass einfach, dann geht es nicht mehr nach hinten los, die Würmer, sondern die Würmer werden ausgebrochen, erbricht man, oder die Würmer wandern dann halt von der Speiseröhre in die Lunge. Haben Sie das schon mal gesehen? Das kommt öfters bei uns vor. Der Patient mit der Kalaschnikow wird in 2 Tagen wiederkommen. Dann liegen die Laborbefunde vor. Bis dahin sollen Tabletten seine Not lindern. Im gleichen Haus wie ihre Klinik befinden sich auch Renate Boturs Privaträume. Es ist für afghanische Verhältnisse eine sehr gute Küche. Ich habe einen Gasherd, einen Kühlschrank. Im Moment habe ich nicht sehr viele Lebensmittel. Am Freitag muss ich erst einkaufen gehen. Freitag ist der muslimische Feiertag und die Praxis geschlossen. Aber neben dem Einkauf bieten sich nur wenige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Denn noch spärlicher als die Wohnungseinrichtung ist das kulturelle Angebot in Kabul. Jetzt als Frau in so einem Land, was reizt Sie trotzdem hier zu bleiben? Die Arbeit. Die Arbeit ist nur die Arbeit, wirklich. Die Arbeit ist hochinteressant und ich habe es noch keine Minute bereut, obwohl ich manchmal natürlich am Abend sehr einsam bin hier. Und mir sage, was tust du hier? Warum bist du hier? Warum machst du dir das Leben so schwer? Und die Antwort auf die Frage? Die Antwort auf die Frage ist dann, es ist sehr interessant. Und ich habe schließlich Medizin studiert, nicht um in einem deutschen Krankenhaus zu arbeiten, sondern in die Entwicklungshilfe zu gehen oder in der dritten Welt zu arbeiten. Ähnliche Motive bewegten Tino Kessner, als er sich vor rund 1,5 Jahren freiwillig nach Afghanistan gemeldet hatte. Seine Frau Antje hat ihn dabei unterstützt. Die 29-Jährige war selbst Sanitäterin bei der Bundeswehr, lernte ihren Mann während ihrer Dienstzeit kennen. Dass er gerade als Soldat in Kabul besonders gefährdet ist, war ihr stets bewusst. Man hat sich schon drüber unterhalten und hat gesagt, es kann was passieren. Man geht nie vom Schlimmsten aus. Selbst wenn man, ich war Sanitäter, sowas auch mitbekommen hat schon. Aber man geht nie davon aus und es ist eine schwierige Situation. Wir haben auch im Vorhinein gesagt, was ist, wenn eben mal sowas Schweres passiert. Hat er auch immer gesagt, er wird nie damit zurechtkommen. Also bei mir ist es so, ich bin halt Berufssoldat gewesen, bin noch Mitglied bei der Bundeswehr, aber ich will aus persönlichen Gründen Bundeswehr verlassen. Und der ganze Antrag, das läuft gerade alles. Da ist ja noch nichts entschieden. Das ist halt alles jetzt noch in der Prüfung. Seine Behinderung stellt für Tino Kessner heute kein großes Problem mehr dar. Er treibt sogar schon wieder Sport. Lange
Auch Stefan Deuschel will seine Uniform nicht mehr anziehen, obwohl er am Jahrestag des Anschlags zum Stabsfeldwebel befördert wurde. Kraft geben ihm jetzt seine Söhne Robin und Henry. Mit seiner Frau Violetta spricht er oft über die Lage am Hindukusch, auch wenn er selbst dort nie wieder Dienst tun wird. Wir sind ja noch, auch wenn wir jetzt im Krankenstand sind und ja, behindert sind, wir sind trotzdem noch Soldaten. Und wir unterhalten uns da schon drüber und haben dann schon Sorge darüber, was denn so kommt. Ja? Wie sich die ganze Lage auch weiterentwickelt. Und auch wenn jetzt die Deutschen noch Gott sei Dank im Norden sind, trotzdem, auch im Norden oder in Kabul, die Gefahr ist überall. Deuschel hat noch Kontakt zu seiner Einheit, doch es gibt auch ehemalige Kameraden, die ihm nicht begegnen wollen. Zu groß ist ihre Angst, mit den Gefahren des Krieges konfrontiert zu werden. Zurück in Kundus. Der Erkundungstrupp der Bundeswehr ist auf dem Rückmarsch. Die Soldaten sind entspannt, kein Anzeichen von Gefahr. Deshalb ist auch noch ein Abstecher über den Fischmarkt drin. Fisch, meinst du wirklich Kundus River? Ich denke mal, der ist hier aus dem Kundus River. Oder vielleicht aus Kala Isal. Aber ich finde das toll, so frisch auch so angeboten. Ich meine, gut, vielleicht nicht für unser Auge, aber es ist frisch. In der Elbe findest du ihn jedenfalls nicht. Das ist ein anderer Fisch. Sieht aber gut aus. Schön. Sieht gut aus. Ja. Ja. Willst du was essen von der Straße, ehrlich? Nein. 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 Das ist absolut auch verboten. Das gibt es überhaupt nicht. Auch wenn nichts gekauft wird, man gibt sich freundlich und hilfsbereit. Hubschrauberflug über Urushka. Im September vergangenen Jahres haben die Holländer für die NATO das Kommando über das unruhige Gebiet, eine Hochburg der Taliban, übernommen. Seit Mitte April werden sie dabei auch von 6 Tornado-Aufklärern der Bundeswehr unterstützt. Die Gefahren, die wir hier haben, das sind natürlich die Taliban, die sich hier überall verschanzen. Und auch das Wetter, das haben wir heute schon gemerkt. Das könnte eine Gefahr sein. Und das Gebirge, wo wir fliegen, das Gelände. Die Piloten der Cougar-Helikopter fliegen die meiste Zeit sehr tief, um möglichen Angreifern kein Ziel zu bieten. Ankunft im sogenannten Camp Holland. Circa 1400 niederländische und 500 australische Soldaten helfen von hier aus beim Wiederaufbau der Region, sofern sie nicht gerade in Kämpfe verwickelt werden. Schießen dürfen sie nur zur Selbstverteidigung und zur Übung. Wir gehen das testen, unsere Waffen. Machen Sie das jedes Mal, bevor Sie rausfahren? Ja, jedes Mal. Wir machen das auch fast jeden Tag sauber. Und danach müssen wir das auch testen, wie diese Waffen immer noch gut sind und so. Eine halbe Stunde später. Vorsichtig tasten sich die holländischen Soldaten in ein Dorf nahe der Provinzhauptstadt Tarinkot vor. Die Männer des 12. Infanteriebataillons sind nervös. Wann wurde Ihr Zug zum letzten Mal angegriffen? Vor ein paar Tagen sind wir auf eine IOD gefahren, eine selbstgebastelte Bombe der Taliban. Ein paar meiner Männer wurden verletzt, aber jetzt geht es ihnen schon besser. Kontaktaufnahme des Wiederaufbauteams mit den Einheimischen. Die Gemüter sind erregt. Es geht um den Dorfbrunnen. Angeblich ist das Wasser nicht genießbar. Das Wasser ist ein bisschen salzig, aber trinkbar. Ist etwas nicht in Ordnung? Sie sagen, es sei zu salzig, aber ich habe jetzt auch nur einen kleinen Schluck probiert. Mission erfüllt. Die Soldaten versprechen, sich um einen neuen Brunnen zu kümmern. Danach wird schnell abgerückt. Länger als nötig will man sich in dem gefährlichen Gebiet nicht aufhalten. Im Lager nimmt die Kampfgruppe einen neuen Radpanzer vom Typ Patria in Betrieb. Der letzte wurde vor ein paar Tagen durch eine Sprengfalle der Taliban schwer beschädigt. Dabei benutzen die Terroristen eine selbstkonstruierte Mine. Als das Fahrzeug mit dem Vorderreifen über den Auslöser fährt, explodieren rund 10 Kilogramm Sprengstoff. Durch die Wucht der Detonation wird das Rad komplett abgerissen, der Fahrer fast aus der Kanzel geschleudert. Ich habe mich richtig erschreckt. Es war ja auch ein lauter Knall.
Ich war im ersten Moment richtig benommen. Die ganze Fahrerkabine war voller Rauch und Staub. Und auch die anderen Jungs konnten nichts sehen. Alle waren geschockt. Und wir haben erst mal geschaut, ob alle in Ordnung sind. Dank der Panzerung werden nur zwei Insassen leicht verletzt. Ende April hatte ein anderer Zug weniger Glück. Ein 21-jähriger Unteroffizier stirbt bei einem Anschlag. Ich würde mich bei unserer Mission über mehr Unterstützung freuen. Wir brauchen eine Kooperation mit mehreren Ländern. Dann könnten wir in dieser Provinz mehr bewirken. Das wäre toll. Wären die Deutschen denn ein möglicher Partner, auch militärisch? Ich kenne die Deutschen ein bisschen. Wir haben schon zusammengearbeitet. Ich würde mich freuen, wenn sie kommen würden. Lieber heute als morgen. Daraus aber wird vorerst nichts werden. Nur 6 Soldaten will die Bundeswehr demnächst auf eine Informationsreise in den Süden schicken. Süden ist Süden und Norden ist Norden. Wir machen unsere Aufgabe hier in unseren Bereichen. Und ich denke mal, das machen wir gut, so wie wir ausgebildet sind. Und so wie wir das machen, ist es, glaube ich, gut. Das zeigt sich hier auch. Und deswegen über den Süden, da können wir auch nicht viel sagen. Das ist eine andere, ganz andere Begebenheit. Doch der Druck auf die Bundeswehr wächst, nicht nur von Seiten der NATO. Erst vergangene Woche hat die afghanische Regierung um Entsendung deutscher Offiziere in die Provinz Kandahar gebeten. Sie sollten afghanische Truppen, die sie ausgebildet hatten, im Kampfeinsatz begleiten. Berlin sagte nein. Tino Kessner auf dem Weg zu seinem Freund Stefan Deutsche. Seit dem Anschlag in Afghanistan treffen sich die beiden Soldaten im Krankenstand jede Woche. Servus Tino, schön, dass du da bist. Grüß dich, komm rein. Und, alles klar? Ja, so weit, so gut. Komm. So weit, so gut. Hast du deinen Monoski? Ja, so den habe ich nicht. Alles da, wunderbar, komm rein. Deutschel kann sich an den Anschlag nicht erinnern. Deshalb redet er oft mit Kessner über die Einzelheiten. Eine Frage beschäftigt sie dabei immer wieder. Hat sich ihr Einsatz in Afghanistan wirklich gelohnt? Und ob ich es wirklich noch mal erlebe und sehe, wie es jetzt wirklich in Afghanistan weitergeht oder auch im Kosovo, das weiß ich nicht. Erst dann, wenn man wirklich sagen kann, ja, jetzt ist dort unten Frieden, jetzt können dort unten Kinder wieder in die Schule gehen, können Frauen wieder etwas erlernen und es hat einen Sinn gehabt, dann könnte man ein Fazit ziehen. Aber im Moment, ich weiß nicht, ich kann im Moment kein Fazit ziehen und ob ich das noch erlebe, ich weiß es nicht. Mit der Unterstützung seiner Familie und dem Sport möchte Deutschel wieder ins Leben zurückfinden. Sein neues Hobby sind Touren mit seinem Handbike, einem speziellen Fahrrad, das per Armkraft betrieben wird. Auch Tino Kessner hat seine Leidenschaft für den Radsport entdeckt. Er trainiert täglich, um 2012 an den Paralympics teilzunehmen. Wenn die beiden unterwegs sind, ist Afghanistan wenigstens für ein paar Stunden vergessen.